So YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Ara History Android. Zweite Folge. Wir haben uns ein bisschen gesträubt, die Werkstatt zu bauen, nicht? Was das Tutorial vorgibt. Ich will erstmal einen Speer zwischenschieben, bevor ich im Tutorial weitermache. Der Hof ist abgeschlossen und wir gehen in die nächste Runde. Deine Aktionen haben dir Prestige eingebracht und dich auf die Weltbühne nach oben katapultiert. Die Nation mit dem höchsten Prestige am Ende der drei Akte des Spiels wird zum Sieger gekürt. Klicke auf Prestige-Zähler, um mehr zu erfahren. Okay, wir sollen auf den Prestige-Zähler klicken. Der war... Wo war er denn? Hier. Zack. Du hast erforscht, wie du Wissenschaft, Militär und Handel der Nation verwaltest, aber das ist nicht der einzige Weg zur Weltmacht. Klicke auf Weiter, um weitere Informationen über die anderen Wege zu erlangen. Regierung, Kultur, Religion sind weitere wichtige Möglichkeiten, Prestige zu erlangen. Erforsche Technologien, die mit den Bereichen in Verbindung stehen, um mächtige neue Werkzeuge für die Verwaltung deiner Bürger zu schaffen, von Kunst und Literatur und Kultivierung heilige Überzeugungen freizuschalten. Okay. Jetzt kann man auf die einzelnen Domänen klicken, wie Militär, nicht? Und dann kriegen wir die genauen Anzahl, das habe ich euch ja schon gezeigt vorher. Technologie haben wir 5 Punkte, Städte gegründet 1, Nation gegründet, Lebensqualität spielt hier auch rein und wird uns dann irgendwann nach oben bringen. Wir haben noch keine andere Nation gesehen, also wissen wir auch nicht, auf welchem Platz wir gegenüber denen dastehen, nicht wahr? Das ist halt, ja, liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen. Wenn man der Einzige ist, ist man auch der Beste. Es gibt übrigens auch eine Encarta. Wir kommen in der Encarta. Breite Palette Informationen, Strategien, Geschichten, terminologische Details. Also wenn ihr hier nachgucken wollt, zum Beispiel Staatsgebiet, ist ja auch alles nochmal, ja, sag ich mal, ausführlich erklärt. Ein paar Bilder hätten vielleicht hier gut getan, aber ja. Hauptsache erstmal, dass alles beschrieben ist, nicht wahr? In allen einzelnen Bereichen. Da habt ihr also auch, wenn ihr was nicht findet, guckt da zuerst nach. Es gibt eine Suche. Eigentlich ist es... Ich fand bisher, selbst auf Englisch war es zu verstehen und gut erklärt. Genau, wir haben schon wieder einen Pelz bekommen. Aber wir haben keine... 5 Gesundheit haben wir verloren. Okay, das geht ja noch. Dann gehen wir jetzt auf den zweiten Wolf hier, damit wir an die Gerste kommen. Auf lange Sicht und sage mal, zack, ab in die nächste Runde. Der Jäger ist verwundet worden, um wie viel Punkte? 5. Aber jetzt sehen wir, die Gerste ist freigeschaltet und es hat uns wieder ein Pelz, 5 Nahrung gebracht. Das zählt hier oben natürlich mit rein als einmaliger Bonus, sodass wir da einfach mehr haben. Und Speer braucht noch eine Runde. Oder wie lange braucht der Speer? 2 Runden noch, okay. Das Lager mit Vorräten hat uns 20 Materialien gebracht. Das sind die hier. 2 Metallbahnen und ein Bildhauermaterial. Gut, wir haben keinen Bildhauer, aber für später haben wir es auf jeden Fall. So, die Dinger sind ein bisschen gefährlicher. Da gehe ich mal nicht lang. Wir müssen die aber zeitnah wegkriegen. Aber ich würde erstmal die Wölfe hier, die hier vielleicht noch sind, wegmachen. Und dann uns heilen und dann die beiden beseitigen oder die 3. In die Richtung können wir uns eh nicht erweitern. Hier ist eine natürliche Grenze. Das heißt, ich würde eine zweite Stadt vielleicht hier oben hinstellen. Und eine andere hier und eine dritte hier irgendwo. Je nachdem, wie das Wasser geht vielleicht oder auch nicht. Städte werden hier sehr, sehr groß. Also eine Stadt kann hier bis zu 11, 12 von diesen Hexfeldern innehaben. Die wiederum aus 12, auf 6... oder 1 bis 8 Einzelfeldern besteht, bedeutet, ihr müsst wirklich für jede Stadt auch einzelne Gebäude setzen. Das ist nicht wie in Civilization, ihr baut ein Gebäude wie ein Kornspeicher. Nein, ihr könnt auch 2 Kornspeicher in diese Stadt setzen und sie über Straßen als Sammelpunkt für eure Nahrung oder sowas einsetzen. Ist ein bisschen anders, als halt in anderen Spielen. Man hat ein bisschen mehr Micromanagement auf unterer Ebene, die aber auch auf die äußere Umgebung Auswirkungen haben. Ah, das war das Grab, was wir gerade geplündert haben. Und das, finde ich, ist so ein bisschen besser als bei Civilization.
So, den Wein haben wir. Gärgrube können wir auch bauen. Und wir müssen weiter forschen. Wir müssen jetzt so ein bisschen überlegen. Also das waren die beiden Sachen, die wichtig waren. So, die Töpferei würde uns Keramikladen bringen. Ja, Keramikladen, da könnten wir Keramik, später Toiletten und Co. herstellen. Ja, ist interessant. Die Apotheke auf jeden Fall für Speiseöl und Teeblätter. So, wir sind in der Region, wo ich sagen würde, ich glaube, hier gibt es keinen Tee. Und seht ihr, hier ist schon Wasser. Das heißt, hier würde ich gar keine Stadt hinstellen. Vielleicht, wenn es hier nach da weitergeht. Okay, du greifst aber mal den Wolf an. Dann haben wir die Pferde freigeschaltet. Der frisst uns hier die Pferde weg, der Wolf. Guck mal, der jagt schon. So, aber wir werfen jetzt mit unseren Speeren. Rennt, Pferdchen, rennt. Oh, er hängt. Auf jeden Fall sehr detailverliebt, muss man einfach sagen. Genau. Aber wir, Konzentration, wir müssen uns hier festlegen. Seilerei. Ich meine, wir sind vom Wasser umgeben. Fischnetze könnten Sinn machen. Ich bin aber immer in den ganzen Spielen nicht so der Nautiker. Ich mag Schiffe selten. Ich bin lieber der, der sich auf die eigenen Insel einigelt und da auch verbleibt. Deswegen würde ich sagen, lasse ich mal die Seilerei aus. Seile kriegt man auch anders über spätere Dinge, nicht? Und Fischernetze kriegt man auch nochmal über Häfen und sowas. Aber hier würde das Sägewerk dranhängen. Aber ich guck mal, wir haben gar keinen Wald. Was würde mir ein Sägewerk bringen? Ich kann es eh nicht hinsetzen hier irgendwo. Dazu müssten wir erst diese Region hier benutzen. Und da wäre, glaube ich, auch nicht viel Wald drin. Was ich nicht gemacht habe, das gucken wir jetzt mal zusammen hin. Man muss doch irgendwie die Anzahl der Speicherungen. Nee. Ich dachte, man kann irgendwo darstellen. Hier, da ist es. Grenzen kann man verbergen. Straßen, okay, gibt's noch nicht. Religion, gut, gibt's noch nicht. Ressourcen, genau. Verbesserungen. Und Erträge, da, das wollen wir. Alle Verbesserungen, Banner anzeigen. Das war vorher aus, nicht? Ich find's eigentlich wichtig. Ich weiß nicht, was Banner halt heißt. Aber so kriegt man am Anfang ein besseres Gefühl dafür, was eine Region halt hat. Die hier hat viel Nahrung, deswegen lohnen sich hier Bauernhöfe schon. Aber mäßig Holz und mäßig, wie heißt das hier, Materialien und wenig Gold. Nicht? Am Wasser kriegt man mehr Gold. Lohnt sich halt, wenn man eher Händler ist, dann darauf zu gehen natürlich. Hier wäre nochmal ein gutes Nahrungsfeld. Hier auch, hier auch. Hier, da könnte man irgendwas hinbauen. Ist kein gutes Feld, nicht? Hier können Stadterweiterungen hin, sowas wie eine Werkstatt kann hier hin, weil man gewinnt eh nichts an Ressourcen aus diesem Feld. Hier ist Holz, aber gerade mal dreimal, es gibt sogar vier- oder fünffach Holz, es gibt auch fünffach Nahrung und so, das ist ein großer Apfel, aber ja, das gibt es in den Regionen noch nicht. Die hier ist für Nahrung sehr gut, weil hier natürlich auch noch Gerste ist. Wenn wir da einen Bauernhof draufbauen, kriegen wir einen Bonus auf die Gesamtregion. Bedeutet, das sollte unsere Wahl sein, erstmal für Wachstum hier hinzugehen und den Bauernhof zu bauen. Und da ist ja auch noch ein Fluss, wäre für Ägypten gar nicht schlecht. Aber wir sind ja Italien. So, jetzt können wir die... Ach nee, der Speer wird noch gebaut. Ich dachte, es hat geblinkt, aber es hat nur so geblinkt. Na gut. Wir können aber eine Region freischalten. Guckt mal an. Alle paar Runden kriegt man die Möglichkeit, hier oben, das Tutorial ist im Weg, hier, deine Region freizuschalten. Dann leuchtet die gesamte Karte auf und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, besondere Ressourcen wären so, ja, Grüntürkis dargestellt und die anderen Sachen zeigen nur, wie viele Einzelfelder es gibt. Ansonsten, wenn man hier rumgeht, sieht man, welche Grenzen man hinzufügen kann. Jetzt könnten wir halt auf die Nahrung gehen oder halt aufs Holz. Ich meine, wir haben genug Nahrung, wir haben aber nicht genug Holz und Ressourcen.
Hier wären auch zwei Nahrungen zusätzlich dabei. Dann würden wir auf 12 Nahrung kommen und könnten aber noch keinen Bauernhof bauen. Dafür könnten wir aber 4 Holz bekommen. Was für den späteren Ausbau von Farmen, die ein Holz brauchen, wie wir wissen, wichtig sind, nicht? Also, wenn ich hier hinkomme, könnte ich eh keine Farm mehr bauen, weil ich dann minus Holz hätte. Also würde ich sagen, das hier nehmen wir als nächstes, aber das hier nehmen wir jetzt. Aber wir sehen schon, hier können wir nur 2 Erweiterungen bauen. Das sind also nicht so geile Felder. Hier ist sogar auch nur 1. Nee, auch 2. 2 Dinger. Aber hier wäre sogar 2 Gold. Nicht? Die gleichen Sachen, aber 2 Gold. Und wir wären am Wasser. Also bestätigen wir. Das wird jetzt eingereiht, dass wir es nächste Runde erobern, einverleiben in unser Reich. Und die Forschung ist abgeschlossen. Da können wir auch nochmal gucken. Ja. Also Bogenschießen würde ich euch empfehlen. Solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Gerade für den Anfang sind Bogenschützen zur Stadtverteidigung natürlich das Nonplusultra, was man haben sollte. Genau. Sonst steht man irgendwann ohne irgendwas da, mit runtergelassener Hose. Und ich glaube, wir haben alles gemacht. Zack. So, jetzt machen wir das, was er will. Er will, dass wir eine Werkstatt bauen und wir bauen die Werkstatt. Ah, wenn ich die dahin baue, die Werkstatt, dann kann ich nicht ein, na gut, hier einen Hafen hinbauen, aber 2x Holz würde ich hier gern hinbauen. Ich würde die Werkstatt hier unten in das kleine Ding setzen, in ein Stadtviertel, und dann wären wir unserer Aufgabe auch treu. Und wir haben die Region von Arigen beansprucht. Region gehört jetzt unsere. Wir kriegen plus 3 Nahrung. Wir sehen, wir kriegen plus 4 Holz jetzt dadurch, weil wir 3 dazu bekommen haben. 2 Gold kriegen wir mehr und 2 Materialien. Wichtiger Faktor. Und unsere Landesgrenzen haben sich erweitert. Pelz haben wir wieder bekommen. Er hat den Wolf weiter besiegt. Einheiten ist untätig. Genau, wir haben ja den zweiten. Ich würde sagen, der fängt hier schon mal an, auch ein bisschen die Sachen auseinanderzunehmen. Die müssen ja auch leveln. Und ein Speer wurde erstellt. Genau. Sehr schön. Haben wir schon mitbekommen. Ja, nicht im Verlauf des Spiels werde ich immer ein bisschen schneller werden. Viele Sachen sind ja immer dann gleich. Ziehen, erkunden, erforschen und so weiter. Ich lasse den mal heilen jetzt. Dann können wir uns die anderen hier vornehmen. Und ja, Karte ist drehbar. Ist vielleicht eine wichtige Sache, die ich noch nicht gesagt habe. Ist also nicht statisch oder so. Kann man voll, wie man möchte, ja, sich drehen und von allen Seiten betrachten die Sachen. Streitkraft wurde geheilt, aber nur um 10 Punkte. Dauert also noch. Die Einheit ist untätig. War hier nicht ein Tier? Habe ich nicht gesagt, du sollst hier angreifen? Okay, dann habe ich mich wahrscheinlich hier hinter verklickt oder so. Let's go. Werkstatt dauert noch wie viele Runden? 3. Okay. So, du bist noch weiter geheilt. Zack. Und Bogenschießen wurde erforscht. Bogenschütze, dem Wachturm, der später zu einer Festung ausgebaut werden kann. Ein Jagdlager, damit man Tiere jagen kann, wenn man Wildtiere hat. Und wir haben die Aufstellung für den Kampf auf Keil bekommen. Bedeutet, wir können unsere Streitkräfte jetzt anders anordnen im Spiel und so andere Angriffe zum Beispiel, ja, erreichen. Kornspeicher, Seilerei, Kräuterkunde. Ich würde sagen, Kräuterkunde ist für mich persönlich wichtig, um die Bevölkerung auf einem guten Niveau zu halten. Wir können auch nochmal auf die Stadtwerte gucken. Wo ist unsere Stadt? Mailand, da. Hier die Lebensqualität. Ist 70, Gesundheit ist 60, Wissen ist 70, Wohlstand ist 70 und Sicherheit ist 60. Also können wir ruhig was für Gesundheit und Sicherheit tun. Und auch die anderen Werte ist natürlich besser, wenn man die irgendwann auf 100 kriegt. Es ist schwierig natürlich, alles auf 100 zu kriegen. So. Wir können hier hinten auch noch nichts weiter bauen, wie Holzverarbeitung, nicht, weil das an der Fischerei hängt. Das heißt, da müssen wir auch nochmal gucken dann, dass wir das hinkriegen. Das Tutorial wartet noch die eine Runde, bis wir das Ding haben. Die Einheit ist voll geheilt.
Bedeutet, die kann da auch voll reingehen in den Kampf. Zack, zack. Technologie haben wir und let's go. Werkstatt anzeigen. Da deine Werkstatt fertiggestellt ist, kannst du dort mit der Fertigung von Gegenständen und Blaupausen beginnen. Okay, wir wechseln zur Stadtansicht. Klicken auf die Werkstatt. Und da können wir jetzt Sachen fertigen. Und da macht das Spiel einen großen Unterschied zu Civilization. Man kann wirklich Produktionsketten sich aufbauen. Wir können eine Stadt zum Beispiel machen, die nur Werkstätten hat und aus den Ressourcen Sachen herstellt, und andere Städte, die fördern nur die Ressourcen zum Beispiel. Man kann das aber auch über alle hinweg verteilen. Da ist der große Unterschied, finde ich. Man ist also viel kleinteiliger unterwegs, um die Sachen zu steuern. Und man hat mehr Möglichkeiten zu steuern. Und das finde ich sehr gut. Genau wie ich gut finde, dass Paul im Chat ist. Guten Abend zusammen. Hallöchen. Wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ja, jetzt können wir hier einen Flug herstellen. Der wird bei der Industriebetrieb, Hof und sowas benötigt. Dann die Körbe, die werden bei Wohnungen, Wohnhäusern, Wolkenkratzer benötigt. Zum Beispiel, aber auch bei anderen Sachen. Man kann hier auch handeln. Und was wichtig ist, manchmal ist es sogar so notwendig, dass man Körbe herstellt und andere Sachen, um ein neues Produkt daraus zu fertigen, was noch besser ist. Zum Beispiel kann man, glaube ich, aus Körben und Kräutern dann irgendwie Heilkästen oder so machen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade geht, aber so in der Art, nicht? Also, man kann wirklich Sachen zusammenpacken, um was Besseres nochmal rauszubekommen. Und die Sachen kann man dann hier bei Annehmlichkeiten einsetzen, um diese Werte für eine gewisse Zeit hochzukriegen. Zum Beispiel haben wir hier das Festmahl. Das können wir jetzt einsetzen. Da haben wir eins da. Würde der Stadt Wachstum geben, Nahrung und Zufriedenheit. Ich setze das jetzt auch mal ein. Zack. Zufriedenheit geht direkt um 10 hoch für 10 Runden, nicht wahr? Mir geht's gut. Kinder sind schon im Bett. Ja, dann kannst du voll einsteigen, wenn du Rundenstrategie magst, in Ara History Untold. Und Anime-Katze, wie geht's dir? Habe ich doch schon gesagt. Mir geht's blendend, da ihr hier seid. Und dieses Spiel rausgekommen ist. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel da drauf. Ermöglicht Handwerkswaren, Körbe, Steinwerkzeuge herzustellen. Jede Verbesserung bietet ein eigenes Angebot an Waren mit unterschiedlichen Vorteilen, die gefertigt werden können. Ja, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen wirklich die Steinwerkzeuge. Die brauchen wir eigentlich immer mal wieder. Und jetzt können wir sagen, wir möchten entweder 5 herstellen, unendlich herstellen. Und wir können sogar noch sagen, wir möchten die schneller herstellen. Also geben wir 2 Gold pro Runde rein, um einen gewissen Effekt zu haben von 25%. Und wir können sogar noch einen zweiten Stack reinpacken. Ja, manche Sachen wie Fleisch in der Metzgerei werden gar nicht erschaffen, wenn man nicht zum Beispiel ein Tier da reinpackt, nicht wahr? Ist ja auch logisch. Oder dauert sehr, sehr lange. Also da kriegt man dann vielleicht ein Fleisch in 100 Jahren, wenn man da kein Bonus raufpackt. Von daher macht es schon Sinn, hier auf jeden Fall Boni reinzupacken. Wir sehen, wir kriegen 1 pro Runde, brauchen 12 Runden für ein Werkzeug also. Und mit einem Bonus könnten wir das um 50% erhöhen, würden also auf 6 Runden runterkommen, würde uns aber Geld kosten. Und das ist mir aktuell noch nicht wert, nicht wahr? Das freut mich zu hören. Ich hoffe, euch geht's auch gut, und wenn nicht, geht's euch nach diesem Stream hoffentlich gut. Steinwerkzeuge werden gerade gefertigt. Die Produktionsrate deiner Stadt bestimmt, wie viele Züge es dauert. Genau, steht hier alles nochmal da. Wir können Vermögen einsetzen zum Beschleunigen. Pipapo. Okay. Annehmlichkeiten, jetzt erklärt er das nochmal, sind Objekte, die deine Stadt vorübergehend Vorteile gewähren können. Unterschiedliche Annehmlichkeiten gewähren verschiedene Bereichen, wie Lebensqualität deiner Bürger oder Produktion. Für deine Stadtboni, ja. Wenn du das Objekt hast, das Annehmlichkeiten genutzt werden kann, wird der Slot aktiv. Klicke in der Stadtansicht. Ja, haben wir ja schon gemacht. Nicht? Zack. Die von dir gefertigten Waren können für Handel, diplomatische Beziehungen oder als Annehmlichkeiten verwendet werden, um die Lebensqualität deiner Nation zu verbessern. Ja, ich hab schon. So. Danke. Hab ich doch gemacht.
Okay, da habe ich ihm vorgegriffen, nicht? Ich gehe nochmal raus. Ja, okay. Dann müssen wir warten, bis wir in 10 Runden das machen können. Aber ist ja nicht wichtig. Wir können auch ohne Tutorial spielen, nicht wahr? So, der hier, uiuiui, guck, der ist fast gestorben, weil er gegen die Raubkatze gekämpft hat. Der ist halt Level 1. Und das hier wird auch spannend, aber der ist ja ein bisschen erfahrener. Was ist das hier? Achso, die Werkstatt ist abgeschlossen. So sieht die übrigens aus. Immer sehr schön detailliert, nicht? Ein Brennofen. Und was haben wir hier noch? Alles aus Holz natürlich. Ist sehr sinnvoll bei einer Werkstatt, die mit Feuer hantiert. Aber wir sind ja auch noch eine aufstrebende Nation. Aktuell sind wir in der Frühgeschichte. Sowas wie Jahreszahlen gibt es, glaube ich, gar nicht. Es gibt nur die Rundenzahlen. Weil es ja nicht wirklich Erde ist. Ist ja, glaube ich, was anderes. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nö, nicht. Sowas wie Jahreszahlen ist mir in dem Spiel eigentlich noch nie aufgefallen. Oh. Die Stadt ist untätig. Ah ja, die Stadt muss irgendwas bauen. Oder Gold erschaffen, nicht wahr? Die Gärgrube können wir nicht bauen. Wachturm brauche ich nicht. Metzgerei. Noch ein Hof. Wir haben eigentlich gut Nahrung. Die Wohnung. Ich baue mal Wohnungen hier am Stadtzentrum mit ran. Dann haben wir für später ein paar Häuser hier. Und kriegen auch mehr Leute, die für uns arbeiten können. Ah ja, Annehmlichkeiten-Slot. Okay, erst wenn es weitergeht. Wunderbar. So geht das. Der Zustand unserer Bürger hat einen großen Einfluss auf den Erfolg der Nation. Als Maß dient die Statistik zur Lebensqualität. Eine Annehmlichkeit, ein Annehmlichkeitenbau ist eine Möglichkeit, sie zufriedenzustellen und mehrere Züge lang Boni zu erhalten. Goldene Zeitalter-Vorräte sind eine mächtige Prestigequelle. Sie entstehen durch Statistiken zur Lebensqualität. Also die Sätze sind super schwer zu lesen, weil man nicht die Worte kriegt, die man erwartet, nicht? Man denkt, sie entstehen durch Statistiken zur Lebensqualität. Punkt. Nein, Lebensqualität. Überschüsse. So, und dann kommt noch mal ein Nebensatz, die sich im Laufe der Zeit summieren, weil die natürlich immer wollten, dass das besondere Wort hervorgehoben ist. Macht den Satz aber super schwer zu lesen, weil immer ein Bindestrich da hinten dran ist. Oh! Als Maß dient der Statistiken zur Lebensqualitätsstatus. Das ist doch auch der falsche Dings, nicht? Als Maß dienen die Statistiken zur Lebens... Nee. Der Status dient der Statistiken zur Lebensqualität Status. Okay, so muss man es lesen. Alles richtig. Aber das Lesen ist halt wirklich schwierig. Ein Annehmlichkeitenbau ist eine Möglichkeit, sie zufriedenzustellen, um mehrere Züge lang Boni zu erhalten. Goldene Zeitalter. Vorräte sind eine mächtige Prestigequelle. Sie entstehen durch Statistiken zur Lebensqualität Überschüsse, die sich im Laufe der Zeit summieren. Boah, Euski, Boyski, Leute. Stelle Waren her, platziere sie in deinen Annehmlichkeiten-Slot, um die Lebensqualität deiner Stadt zu erhöhen. Das Wachstum beginnt, sobald eine Annehmlichkeit platziert und vom Bürgern genutzt wurde. Okay, haben wir ja gemacht. Im Laufe der Geschichte erfordern verschiedene Ereignisse deine Aufmerksamkeit. Deine Entscheidungen können unterschiedliche Auswirkungen haben und gelegentlich weiß die Zeit alleine, ob deine Vorgehensweise vorteilhaft war. Okay. Und da haben wir ein Event. Und das liebe ich an dem Spiel. Es kann nämlich auch Events in dem Spiel geben. Ein höchst aufgeregter Junge, der nicht älter als 16 Jahre... 16? 16 Jahre ist, betritt unseren Hof. Er erzählt, dass er und seine Freunde auf Bäume kletterten. Und dass einer von ihnen riesige Eichen und erhöhten... Was? Und dass von einer riesigen Eiche einen erhöhten und unnatürlichen runden Hügel und Rauch entdeckte, das von einem entfernten Lagerfeuer aufstieg. Er bittet um Unterstützung, um die Entdeckung sicher zu erkunden. Okay, und da gibt es eine Geschichte dazu. Die Legende besagt, dass Brian Bohu, der Hochkönig von Irland im 11. Jahrhundert, seinen Thron in der Waldfestung von Bealboro beanspruchte. Jahrhunderte später wurde die Festung und ihre Beute entdeckt. Und noch heute sind ihre Ruinen eine lokale Stätte, an der Kinder und... Was? An der Kinder und...
ihre Freunde, okay, die Geschichte des Hochkönigs nacherleben. So, wir können jetzt einen Speer schicken. Gibt minus 10 Zufriedenheit in unserem Hauptort für 10 Züge, aber dafür plus 5 Schmuck und Keramikköpfe. Wir könnten aber auch den Jungen und seine Freunde bewaffnen. Gibt bei uns weniger Sicherheit für 10 Züge, plus 5 Schmuck und Keramikteile. Also wir können jetzt Sicherheit oder Zufriedenheit weggeben. Oder wir ignorieren es natürlich. Ein Speer ist natürlich eine interessante Sache und ich würde sagen, wir schicken einen Speer, oder was? Oh. Mal gucken, was das für Auswirkungen haben wird. So, das Festmahl wird verbraucht. Der jagt den Puma. Den muss er zweimal angreifen, weil der Puma hat zwei Lebensbalken. Sieht man da unten? Jagen erforderlich zwei. Also links unten das rote ist, wie oft man angreifen muss. Rechts unten, wie gefährlich das Tier ist. Der hat vier. Also viel schlimmer ist wirklich nur der Tiger mit fünf. Und davon haben wir hier viele. Also ist schon eine scheiß Ecke mit sehr gefährlichen Tieren. Und ich würde sagen, aber wir gehen mal weiter. Oh, du bist aber auch verwundet. Okay, warte, nee, du heilst dich erstmal. Raubtier besiegt, zack. Und dann würde ich uns heilen und auch das Raubtier hier noch wegmachen oder die beiden. Ja, das hier nicht, weil wir ja die Weinreben wollen. Ja, du heilst dich, das habe ich dir schon gesagt. Und dann warten wir ab. So, du heilst dich auch weiter. Und die Forschung ist wieder abgeschlossen. Kräuterarznei, Drogerie, Speiseöl und Teeblätter. Ich würde jetzt auf die Seilerei gehen, damit wir die Sägewerke bekommen. Die finde ich nämlich super wichtig. Und danach können wir nämlich auch noch eine weitere Technologie erforschen, um in das nächste Zeitalter voranzugehen. Brot finde ich, Brot kriegen wir auch später nochmal über Mühlen, nicht wahr? Wir würden den Kornspeicher verlieren. Ja, Reis haben wir eh nicht. Und Getreidelager kriegen wir auch nochmal über was anderes, deswegen, zack, Seile sind wichtig. Wir sind ja am Wasser. Dann können wir mal gucken, ob wir auch vielleicht Fische irgendwann finden. So, die beiden heilen sich noch. Sie haben ihre ersten Wohnungenbau abgeschlossen. Wenn ihre Bevölkerung wächst, müssen sie weitere Wohnungen bauen, die ihre Bevölkerung beherbergen. Behalten sie den Wohnraum, Obergrenze und die Anzahl der Wohnungen auf ihrem Startbildschirm im Auge. Ja, nicht? Also wir können nur x Leute aufnehmen und zwar 13 Stück Wohnraum haben wir. Wenn der überfüllt ist, sind sie sauer und wachsen nicht mehr und führt zu Unruhen. Aber so ist eigentlich erstmal alles ganz entspannt. Und wir sehen, so langsam wächst die Stadt auch zusammen. Hier bildet sich so eine Art kleiner Markt. Hier sind auch irgendwelche Bauern oder machen irgendwas mit Mistgabeln. Da ist eine Wache. Und das Haus haben sie mitten auf dem Weg gebaut. Das war ja clever von ihnen. Oha, ein paar Stare. Und unsere, ja, Tempelanlage, nicht? Der ist geheilt. Dann würde ich sagen, Angriff. Der andere braucht noch ein bisschen. Was bist du jetzt? Achso, die Wohnungen sind fertig. Bedeutet, die Stadt hat keine Projekte mehr, die sie machen könnten. Wir könnten aber die Drogerie bauen. Gib Stadtgesundheit und Stadtwissen. Das klingt gut. Und wir sehen, das ist auch nochmal ein Stadtviertel mit Häusern und Co. Bedeutet, wir haben hier jetzt wirklich schon, ja, ein urbanes Zentrum, nicht wahr? Selbst bis hier rüber haben sich schon kleine Außenlager gebildet. Die Stadt wird immer größer, wächst. Und in den nächsten Stufen werden die Häuser natürlich auch immer höher bis zu Wolkenkratzern. Habe ich noch nie gesehen, weil, wie gesagt, so weit ging es noch nicht. Ich freue mich wirklich unbändig darauf, dass wir so weit kommen. Aber der Weg ist steinig und schwer, wie ein Lied schon damals besagte.
Deswegen erstmal gucken, wie weit wir kommen. So, Streitkräfte geheilt. Sehr schön. Dann kannst du dich an den hier machen. Und wir haben... Oh, unser erstes Vorbild ist verfügbar. Wir können wählen. Und zwar Posidonius. Circa 135 bis 51 vor Christus. Er ist ein Pionier und der oberste Berater. Plus 5% Stadtwachstum pro Zug in jeder Stadt unter Bevölkerungsrang 5. Nicht schlecht. Als Inlandsberater eingesetzt, gibt er plus 1 Geschwindigkeit und 3 Stärke für Speer und Siedler. Auch gut, oder? Und als militärischer Berater plus Sicht, plus 1 Sicht für alle Städte. Ja, gut. Das können auch die Speer erledigen. Meisterwerkkenntnisse, er könnte auch als Textilmeisterwerker eingesetzt werden. Und als Heerführer würde er plus 1 Ausblick und plus 1 Geschwindigkeit bringen. So. Imhotep gibt es noch, Ende des 27. Jahrhunderts vor Christus, Ingenieur. Oder Taputi Belatekalim, ca. 1200 vor Christus, Wissenschaftlerin. So, wir können nur einen wählen und wir können ihn nur in einen der Bereichen einsetzen. Wir können ihn später abziehen und einen anderen einsetzen, aber grundsätzlich haben wir erstmal nur die Möglichkeit, ihn an einer Position zu setzen. Bedeutet, wir müssen uns von dem Boni die besten raussuchen und gucken, in welche Richtung wir halt auch gehen wollen. Forschung natürlich sehr stark. Hier ist aber plus 2 Forschung pro Zug für Städte mit einer Wissenschaftsverbesserung. Haben wir noch gar nicht, würde uns gar nicht so viel bringen. Inlandsberater plus 5 Forschung pro Zug, sehr gut. Auslandsberater, Forschung plus 100, wenn wir ein Forschungsabkommen haben. Haben wir nicht. Okay, militärisch interessiert mich jetzt nicht so nicht, wobei alle 10% Bauproduktion für alle Städte schon stark ist. Oder auch für Triumphe. Nicht? Wenn wir jetzt ein Weltwunder bauen würden, wäre eher gut. Ich bin eigentlich auf Forschung, aber Stadtwachstum ist auch nicht schlecht, beziehungsweise auch die Stärke für Speer gegen die Tiere ist natürlich sehr stark. Aber das ist natürlich ein Bonus, der vergeht über die Jahrhunderte und dann gibt er uns eigentlich keinen Bonus mehr. Sie werde ich lange Zeit haben, deswegen wählen wir sie aus. Und wir gucken mal, Taputi Belaketalim ist eine der ersten anerkannten Chemikerinnen der Geschichte. Die mesopotamische Frau verwendete Blumen und Öle und Parfüms für die königliche Familie. Ah, sie stellte Parfüms für die königliche Familie her. Sie forschte und experimentierte, wie man Parfüms leichter und länger haltbar machen konnte. Ihr Name wurde auf der Keilschrifttafel aus dem antiken Assur aus dem Jahr 1200 vor Christus gefunden. Finde ich auch immer gut, das Spiel gibt auch immer noch Hinweise dazu, also einen geschichtlichen Hintergrund. So, Poseidonius war ein antiker, stoischer Gelehrter und Politiker, der weltweit wissenschaftliche Forschung anstellte. Poseidonius studierte verschiedene Fächer wie Geographie, Astronomie, Mathematik, hielt sein umfangreiches Wissen in einer Vielzahl von Werken fest, von denen die meisten im Laufe der Zeit verloren gingen. Gut, dass wir dann wissen, dass es sie gab. Und Imhotep, den kennt man natürlich, war der Visier und Leibarzt des ägyptischen Pharaos Djoser. Er schuf das Stufenpyramidengrab des Pharaos, von dem angenommen wird, dass es das älteste noch existierende Monument aus dem behauenen Stein ist. 100 Jahre nach seinem Tod wurde Imhotep als Gott angesehen und schließlich als Gott der Medizin und Weisheit verehrt. Daher kennt man ihn auch nicht. Und auch aus dem Film Die Mumie. Taputi, babylonische Parfümeurin, gilt als erste Chemikerin der Welt. Guck an, haben wir gerade gelesen. Du hast dein erstes Vorbild ausgewählt. Dein Vorbild kann in verschiedenen Rollen schlüpfen, um als Berater zu agieren, ein Meisterwerk zu schaffen oder deine Streitkräfte zu befehligen. Ernennst du dein Vorbild erst einmal zu deinem obersten Berater, bekommst du einen ordentlichen Bonus. Mache dein Vorbild zum Berater. Ich will sie aber nicht zum obersten Berater machen. Ich mache sie zum Inlandsberater. Weil da bringt sie mir einfach mehr, nicht wahr? So, jetzt können wir hier, wo ist das? Also, hier haben wir die Übersicht, an welche Positionen die Berater sind. Hier können wir sie tauschen und entfernen. Und hier haben wir die Übersicht, welche Berater und historische Persönlichkeiten wir noch haben. Genau. Und weiter im Text. Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Ein goldenes Zeitalter hat begonnen.
Seile, Fischernetze, wir können Stonehenge bauen und Sägewerk. Sägewerke sind eine frühe Verbesserung für die Stadtgründung entscheidend. Sägewerke erzeugen Holz für die Verbesserungsbauten. Für den Verbesserungsbau? Du beschleunigst dadurch die Fertigung und erschaffst Einheiten. Ein relativ früher Sägewerkbau ist sinnvoll. Es ist erwähnenswert, dass ein Sägewerk aus der Projektliste in unserer Stadtansicht errichtet wird. Okay, wissen wir Bescheid. Und hallo Martin Keller, was für ein Spiel ist das? ARA History Untold. Ein, ja, 4x-Aufbauspiel. Ich würde es nicht mit Civilization vergleichen. Viele werden es tun. Ich kann nur nochmal sagen, es hat wenig gemeinsam damit, außer dass es ein Strategiespiel ist, würde ich sagen. Also wer ein Civilization erwartet, ist falsch. Wer ein gutes Grundstrategiespiel mit Aufbau einer Nation und eines Imperiums sucht, der ist hier richtig. Genau. So, was erforschen wir jetzt? Also wir können jetzt noch diese Sachen erforschen, nicht? Also ihr könnt immer alles erforschen, ihr müsst euch nicht entscheiden. Wir könnten aber auch einfach weitergehen und direkt auch in zum Beispiel hier Metallbahnverarbeitung reinsteigen und auch den Schwertkämpfer bekommen. Wir könnten Kupfer freischalten, das Jagdlager haben wir schon, nicht wahr? Und was gibt's hier noch? Linie, eine neue Aufstellungsform und die Steingrube. Steingrube ist wichtig, um Materialien zu kriegen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir darauf. Der Rest hier, ja. Ja, ich gebe die Technologien auf. Eine weitere Möglichkeit, Prestige zu erlangen, besteht darin, große Bauwerke, die Triumphe zu errichten. Die Rede ist von einer einzigartigen Struktur, die im Laufe der Geschichte entstand und das Schicksal ganzer Nationen geprägt hat. Jeder Triumph erfordert die Nutzung sämtlicher Zonen in einer Region und hat oft einzigartige Produktionskosten in Form von Waren und Ressourcen, doch der Nutzen rechtfertigt das. Wir gewinnen am Prestige besondere Fähigkeiten. Schauen wir uns die Liste der Triumphe an. Okay. Achso, und er weist uns nochmal hin. Mehr Bevölkerung bedeutet einen Bedarf an mehr Land. Beim Stadtaufstieg erfolgt eine Anspruchsfreischaltung, die hier. Hier ermöglicht es ihnen, Grenzen ihrer Stadt auf die umliegenden Regionen, ihres hier übrigens ein Schreibfehler, auszublenden, um dort auf Erträge und der Natur vorhandene Ressourcen zuzugreifen. Okay. Klick auf das Symbol der Besatzungsflagge mit der linken Maustaste. Ja, wissen wir schon. Du hast nun deinen Anspruch abgesteckt und in der nächsten Runde wird die Grenze deiner Stadt offiziell erweitert. Genau, das haben wir ja schon gemacht. Und ich würde aber sagen, Holz haben wir ja schon, brauchen wir also nicht mehr. Ich würde jetzt hier auf die besondere Ressource Gerste gehen. Wir sagen, diese Region soll uns einverleibt werden, bitte. Es dauert noch 5 Runden, bis die Apotheke fertig ist. Die hier kämpfen noch, wobei das hier kritisch aussieht. Aber er hat über 50%. Und dann gibt es noch... Zack, die Rangliste. Da haben wir eine wichtige Bemerkung vom Spiel. Das Ziel in ARA ist es, durch Ansammeln von Prestige vor deinen Kollegen auf der Weltbühne abzuheben. Vergessenswerte Nationen? Boah, schwierige Worte. Wir haben beim Aktübergang aussortiert. Die Nation mit dem höchsten Prestige am Ende des Spiels wird zum Sieger gekürt. Okay. Wir sind aktuell auf Platz 1 mit 50 Punkten Abstand. Das ist schon okay. Kann sich aber ganz schnell ändern. Gerade am Anfang springt das oft hin und her. Nicht, man baut was. Dann der andere, dann man baut was. Irgendwann bildet sich aber so ein, ja, heraus, ob man gut ist oder schlecht ist. Meistens war ich schlecht. Deswegen werden wir mal gucken. Speer, okay. Und das goldene Zeitalter beginnt. Nation in goldenes Zeitalter-Status eingetreten. Für die Dauer des Status erhältst du 10 Züge lang einen Bonus von 25% Prestige aus allen Prestigequellen. Okay, sehr gut. Weiter würde ich sagen. So, Raubtierlager geleert. Das ist gut. Dann kannst du dich schon mal heilen. Du kämpfst noch. Das dauert also ein bisschen länger hier, die Puma wegzukriegen. Wo sind sie? Da sind die Puma. Das sind doch Wölfe hier. Das ist doch nur ein Puma. Das ist ja auch noch ein kleiner Fehler, nicht? Da sind Wölfe, aber da ist ein Puma. Naja. Gut.
Raubtiere allgemein, deswegen ist es vielleicht auch schwieriger. Wir haben die Region beansprucht, wir kriegen plus eine Nahrung pro Runde, plus 4 Nahrung pro Runde, plus ein Holz, plus 2 Waren und plus ein Gold. Wir kriegen wieder Pelze und haben ein Festmahl bekommen, dadurch, dass wir die Tiere getötet haben. Das ist sehr gut. Und die Speer haben, ja, Gesundheit verloren, wissen wir schon, deswegen heilen wir sie. Und als nächstes will er, dass wir ein Sägewerk errichten, das können wir aber erst nach der Drogerie machen. Zack. Streitkräfte geheilt. Oh. Und unsere andere Streitkraft wurde komplett verwundet, oder was? Nee, dahinter ist er. Oh. Okay, das ist schlecht. Da haben sie einen Bug. Weil eigentlich müsste man ja hier... Man sieht hier die zwei, die aber einzeln noch sehen, oder? Weil die sind ja nicht zusammengefasst. Ist ein bisschen... Ah ja, gut, es steht halt da. Nicht? Und man, wenn man drüber hovert, okay. Aber es nicht sofort zu erkennen. Da wäre wie bei Civilization so eine Überlagerung so ein bisschen vielleicht sinnvoller. Na gut, ich würde sagen, das waren die ersten 27 Runden. Unsere Stadt wächst und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen drumherum erkunden und vielleicht die zweite Stadt langsam gründen. Bis gleich.